Ja, herzlich willkommen im Labor für Umformtechnik und Lasermaterialbearbeitung der Hochschule Esslingen. Wir beschäftigen uns hier mit umformtechnischen Fragestellungen. Und die Frage ist zunächst, was ist Umformtechnik? Jeder von uns kennt umformtechnische Produkte, die haben wir täglich in der Hand. Das kann sein ein Besteck, das kann sein ein Kochtopf, das kann sein eine Getränkedose. Und das geht hin bis zu großen Karosserieteilen. Und wenn man nun ein solches neues Produkt herstellen möchte, entwickeln möchte, muss ich eigentlich zunächst einmal wissen, ja, welchen Blechwerkstoff nehme ich und wie ist denn das Umformverhalten dieses Blechwerkstoffes? Da kann man nun den einachsigen Zugversuch machen, der ist aber nicht ausreichend. Hier in der Umformtechnik gibt es weitere Versuche und dasselbe hier auch gleich, was im Rahmen einer Projektarbeit stattfindet, hier die Möglichkeit, weitere Kennwerte von Blechwerkstoffen aufzunehmen, und zwar eine Dehnungsmessung, wie wir sie hier jetzt auch im Bildschirm gerade live sehen, eine Dehnungsmessung unter mehrachsiger Beanspruchung. Wenn wir nun also wissen, wie das Umformverhalten des Blechwerkstoffes ist und dann ein Blechteil herstellen möchten, und jetzt nehme ich mal hier beispielsweise ein Blechteil, das ist so eine Art Motorhaube hier, natürlich im Maßstab, dann brauche ich zur Herstellung ein Werkzeug. Und damit es überhaupt funktioniert, damit ich weiß, ob es überhaupt funktioniert, mache ich zunächst eine Computersimulation, wie wir hier sehen. Das heißt, dieses Bauteil, bevor das Werkzeug gebaut wird, wird zunächst mal simuliert. Ja, hier sehen wir eine Bachelorandin, die Frau Kraus. Warum studieren Sie denn eigentlich an der Hochschule Esslingen? Warum machen Sie das Ganze hier? Hallo, also ich studiere an der Hochschule Esslingen so gern, weil was mir am besten gefällt, ist der große Praxisbezug, weil so kann man das, was man in der Vorlesung lernt, sofort hier im Labor durchführen, angucken und so verinnerlichen. Ja, und wenn wir also dann hier jetzt nachgewiesen haben durch eine Computersimulation, dass das Ganze auch funktioniert, dann brauche ich natürlich eine Anlage, um das Bauteil umzuformen. Da sehen wir hier zum Beispiel eine hydraulische Presse. Wir sehen hier eine mechanische Presse, gerade in Aktion. Das heißt, hier wird dann aus dem ebenen Blech wird das Blechteil hergestellt. Wo kommt das ebene Blech her? Das muss ich ja auch zuschneiden. Und hier zum Zuschneiden haben wir hier in Aktion gerade einen Laser. Das heißt, mit einem Laserstrahl kann ich auch, wenn die Leistungsdichte entsprechend groß ist, auch ein Blech schneiden. Jetzt sehen wir hier natürlich viele, viele Anlagen. Und in der Realität. Und jetzt wollen wir uns das Gleiche nochmal anschauen, und zwar als virtuelles Labor. Das heißt, wir gehen jetzt in unseren Leitstand von unserer Smart Factory und schauen uns die digitalen Zwillinge dieser Geräte mal zusammen an. Ja, nun sind wir hier angekommen im Leitstand unserer Smart Factory, unserer intelligenten Fabrik. Und wenn wir zunächst mal auf diesen Bildschirm hier schauen, dann sehen wir da einen alten Bekannten. Wir sehen nämlich die mechanische Presse, die wir unten im Labor in Realität gesehen haben. Die sehen wir hier nun als sogenannten digitalen Zwilling, als Digital Twin. Neben dieser Darstellung ist es natürlich nun sehr interessant, dass wir mit der Technologie der digitalen Zwillingen direkt in die Fertigungsanlagen eintauchen können. Und das sehen wir hier auf diesem Bildschirm. Auf diesem Bildschirm sehen wir nun eine sogenannte VR-Anwendung. VR steht für Virtual Reality, eine virtuelle Realität. Und das, was wir hier auf diesem Bildschirm sehen, das ist genau das Gleiche, was der Herr von Bergen auf seiner Spezialbrille nun hier ebenfalls sehen kann. Herr von Bergen arbeitet an seiner Dissertation derzeit und beschäftigt sich hier mit den digitalen Zwillingen. Auch hier sehen wir jetzt wieder diese Presse, wie wir sie unten gesehen haben, in der Realität. Und es gibt also nun die Möglichkeit, hier direkt in die Antriebstechnologie tief reinzuschauen und was natürlich für Studierende sehr, sehr interessant ist, um diese Antriebstechnik, diese komplexe Kinematik genau zu verstehen. Aber nicht nur das Verständnis der Kinematik, der Antriebsart ist interessant, sondern es gibt bereits erste industrielle Anwendungen von dieser Technologie. Es ist natürlich für Industrieunternehmen beispielsweise sehr interessant, bereits Schulungen an der Anlage durchzuführen, bevor die Anlage überhaupt gebaut wurde. Weiterhin besteht nun die Möglichkeit hier des sogenannten Monitoring, das heißt, dass wir hier die Anlagentechnik überwachen können in einem zentralen Leitstand und auch direkt dann hier über diese nachgebildeten digitalen Zwillinge in die Fehlerquellen einsteigen können. Wir reden also hier durchaus von einer gewissen Zukunft der Fertigungstechnik, das heißt einer Verbindung zwischen den realen Prozessen, den realen Maschinen und Anlagen auf der einen Seite und den digitalen Zwillingen auf der anderen Seite.